Hey Leute, wenn ihr dieses Video jetzt seht, dann seid ihr entweder zum ersten Mal auf meinem Channel oder ihr habt meinen Channel noch nicht abonniert. Das wäre schon mal die erste falsche Entscheidung, die ihr getroffen habt. Mein Name ist Dominik Franke und ihr befindet euch wie gesagt auf meinem Channel Schneller Schwimmen, Swim Faster, Modellathlet. Jetzt, was halte ich für euch auf diesem Channel bereit? Wir haben natürlich eine große Auswahl an Schwimmvideos, Tipps rund um den Schwimmsport, Technikvideos. Und heute zeige ich euch eine Technikübung, die ist gerade sehr gut für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Also erstmal, der große Vorteil von dem Arena Fingerpaddle ist, dass er sich eben durch diese Gummischläuche einfach stufenlos beliebig stark einstellen lässt. Wofür setzt man denn Flossen im Training ein? Was kann man damit schulen? Und worauf solltet ihr beim Flossenkauf eben achten? Im Vergleich dazu ist einfach der Speedo Fingerpaddle durch diese dicken Gummiteile hier einfach bequemer. Tipps zu Trainingsmitteln, zu Trainingsplänen. Wir stellen auch quasi Trainingspläne bereit. Ein Grundlagentraining mit ein bisschen Schnelligkeit. Wir fangen an mit 200 Meter locker einschwimmen, mit ein bisschen Technik. Wir haben sehr viele Videos zu funktionellen Krafttrainingsmethoden, TRX, Petsybällen. Jetzt geht es bei mir eben weiter mit drei weiteren Bauchübungen. Rumpfstand und jetzt in Körperstreckung nach hinten. Man hat auch immer Belastung. Terra-Bändern, Voltgear-Bändern. Das ist jetzt das Spezielle an diesem Voltgear-Resistance-Band. Thema Körperstabilität, Körperspannung, Sprungkraft. Allgemeine Kraft für Ballsportler. Tipps rund um die Ernährung. Wie sollte sich ein Sportler ernähren? Was muss man dabei beachten? Geht wieder um das Thema Ernährung. Wozu brauche ich denn, also wieso brauche ich die Makronährstoffe im Leistungssport? Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiße, wie viel Fette brauche ich denn in meiner Ernährung? Das heißt also für euch, wenn ihr auf Motivation steht, wenn ihr euch verbessern wollt, dann seid ihr bei mir richtig, weil mein Anspruch ist es, euch und mich selber weiterzubringen und das schafft man gemeinsam am besten. Das heißt, wenn ihr diesen Kanal abonniert, verpasst ihr kein Video mehr zu Trainingstipps, zu Trainingsplänen. Das heißt, letzten Endes steht auf meinem Channel der Erfolg im Fokus und der Weg dahin ist entscheidend. Wenn ihr meinen Channel abonniert, dann geht ihr diesen Weg mit mir aktiv und nur so können wir am Ende gemeinsam erfolgreich sein. Also abonniert meinen Channel, gebt mir einen Daumen hoch in den Videos, liked mich auch auf Facebook, Dominik Franke oder Schneller Schwimmen und dann werden wir uns gemeinsam weiterbringen.